Jupiter in Wassermann, das ist aktuell, was wir in 2021 erlebt haben. Das sind genau diese Kinder, die geboren sind. Und das sind phänomenale Kinder. Denn hier herrscht Uranus und die Karte sagt Quantensprung. Einstein hat auch Jupiter in Wassermann. Das sind Menschen und Energie der Zukunft. Fokus auf langfristige Zukunft. Philosophie ist hier Himmel, Nationalität, höhere Gesetze auch im Universum, Innovatoren, oft berühmte Personen, Freiheit, Revolution, ohne Grenzen und Gesetze, Freunde mit gleichen Interessen, unkonventionelle Ideen und Ziele. Die Fähigkeit, die Zukunft zu antizipieren und vorhersehen. Freiheit und Unabhängigkeit, ich meine, das wissen jetzt alle, dass das Wassermann einfach das Gesetz des Universums ist. Und Widersprüche, spirituelle Suche, eigener Weg, Talente über die Zukunft zu prophezeien und starke Intuition. Innovationsfähigkeit und Ideenfindung. Intellektuelle Fähigkeit, starke Logik innerhalb wenigen Sekunden und Gedankengänge sind mit Intuition verbunden. Dieser Jupiter weitet alles für die Freiheit aus, revolutionäre Energie, Menschen der Zukunft. Bitte prägt es euch ein, okay? Das ganze Jahr 2021 ist Jupiter im Wassermann. Und am 30. Dezember 2021 geht er in die Fische über und da beginnt unsere neue Ära. Innovative Technologien haben stattgefunden, Social Netzwerke mit starken Informationsflüssen, irgendwie Umstrukturierungen der Prozesse, Kampf für Freiheit, die Hälfte der Bevölkerung kämpfen, um draußen sein zu können, die sich nicht impfen, die andere lassen sich impfen, haben jedoch Freiheit. Beispiel Kryptowährungen. Wir wissen ja, dass wir Zentralbank haben, EZB, Europäische Zentralbank, und alle Banken sind abhängig von der Europäischen Zentralbank. Und somit sind wir auch alle abhängig. Wenn die Europäische Zentralbank sagt, ich vergebe jetzt die Kredite für 5%, auf einmal bekommen wir Kredite bei den Banken ab 7, 8 oder 9%. Die können machen, was die wollen. Und Kryptowährungen, jetzt sprechen wir zum Beispiel über Bitcoin. Bitcoin ist dezentralisiertes System. Das heißt, dahinter gibt es keine Person, die das lenken kann. Das heißt, hier ist man unabhängig. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Bitcoins und die können gekauft werden. Und wenn die dann gekauft sind, danach ist es vorbei. Also danach. Man kann es nicht vermehren, man kann es nicht drucken, wie jetzt zum Beispiel mit unser Geld, mit unserer Inflationsrate, die wächst und das Geld verliert an Wert und die Menschen spüren das gar nicht. Man sieht es erst nach einigen Jahren auf einmal, die einen haben Vermögen aufgebaut und bei den anderen ist es alles weg, obwohl man normal zur Arbeit gegangen ist. Und das ist auch Erneuerungen, was unsere Zukunft sehr prägen wird. Wissenschaftsorientiert ist dieser Jupiter. Es geht hier um etwas Höheres, alles so ab dem höheren Level. Internet, virtuelle Welt, Parallelwelten, Telepathie, Quantenphysik. Alles, was noch in den Wolken ist. Bei diesem Jupiter herrscht emotionale Kälte, als ob die einfach im Universum leben würden. Die sind so ein bisschen in den Wolken vernebelt, die fliegen da und ja, versuchen die Leute mit in diese Wolken zu ziehen. Die bringen uns Progress, Entwicklung, die bringen die Mindsets von Menschen auf den nächsten Level zu bringen. Die bringen uns Quantensprünge und neue Möglichkeiten. Es fällt schwer, diesem Jupiter im Jetzt und Hier zu leben. Und allgemein, jetzt Menschen, die sehr viel Luft haben als Element,
die bringen neue Richtungen, neue Ziele und neue Vektoren für die Zukunft. Vor allem dieser Uranus. Es ist ein Innovator. Egal wohin die Person kommt, geht, werden Turbulenzen erzeugt. Es dreht sich alles von Kopf bis zum Fuß. Man verdreht es alles so und auf einmal versteht man die Welt nicht mehr. Das ist typisch Uranus. Und nachdem man das alles verdreht hat, danach bekommt man wieder neue frische Luft. Es ist wie ein Generator. Man muss ständig mit anderen Menschen resonieren. Und wenn das Interesse besteht, dann ist man wie ein Blitz. Denkt kurz nach und dann gibt es schon die Resultate so blitzartig, plötzlich. Bildung. Diese Menschen sollten sich immer für etwas Neues entscheiden. Etwas, was noch nicht so bekannt oder populär ist. Etwas Außergewöhnliches und mit Freiheit orientiert. Beispiel, hier habe ich eher als kein Jura genommen. Kein Jura, weil wenn man zum Beispiel in Deutschland Jura erlernt, dafür 7, 8 Jahre studiert und dann entscheidet man sich doch in die Schweiz zu gehen und auf einmal kann man diese Gesetzgebungen, was man da alles gelernt hat, in der Schweiz gar nicht so richtig mehr anwenden. Dann wird hier die Freiheit blockiert. Autoritäre Personen sind hier besondere und einmalige Menschen, wie zum Beispiel Einstein. Gesundheit, Gefäße, Schlaganfälle, Psychosomatik, Gefäße vor allem im Kopf und Herz. Menschen, bei denen diese Ader im Gehirn platzen, so, und man dann diese Schlaganfälle hat, das sind oft Menschen mit diesem Jupiter oder in irgendeiner Verbindung mit Uranus. Dieser Mensch oder diese Philosophie von dieser Person wird oft von Menschen nicht verstanden. Der Mensch selber versteht sich oft nicht. Talente sind hier oft auch nicht bekannt. Man ist einem nicht bewusst, was sind meine Talente. Man ist oft sehr lost unter den Menschen. Man denkt, ich bin einfach komisch anders und die Welt versteht mich nicht und ich gehöre eigentlich gar nicht für die Welt, zu dieser Welt. Ich gehöre eigentlich irgendwohin da oben. Bei einer Frau mit so einem Jupiter im Wassermann ist wichtig, dass die Ehe befreit ist von der Verantwortung, dass der Mann nichts fordert. Zum Beispiel die Frau muss kochen, die Frau muss Kinder gebären. Das wäre Katastrophe sein für so eine Frau. Frau kann sogar selber sagen, ey, lass uns offene Beziehung haben oder Variante als Ehefreundschaft zu sein. Also streben nach Freiheit. Oder die Frau kann sein, ey komm, wir reisen einfach durch das ganze Leben mit der gesamten Familie und fühlen uns in Freiheit.